Hallo Leute, Domination Tipps ist wieder da. Wir haben wieder Zeit für den Weltkrieg. Die Truppen sind soweit alle fertig, hoffe ich. Nein. Schaut gut aus. Wir schauen kurz mal flugs in den Weltkrieg rein. Ich muss auch gleich schon wieder weg zum Sport. Oh, zwei Angriffe vom Gegner schon. Ui, hat bei mir 89% geholt, Mr. Liang. Dann weiß ich ja schon mal, wo mein Ansporn liegt. Wir schauen uns den Gegner noch ein einziges Mal an. Verinnerlichen die Strategie nochmal ganz genau. Also. General raus. General raus. Artillerie, Fernkämpfer, Heilkarren. Sprengen, Flugzeuge. Sabotieren, Stadtzentrum. Okay. Puh, das wird gar nicht mal so einfach. Ich glaube, ich muss die... Hallo? Hängt das Spiel jetzt? Ich hoffe, es ist... Ich habe alle Sachen im Hintergrund ausgemacht, wie ihr seht. Ich hoffe, es hängt diesmal nicht. Oh, es lädt natürlich komplett neu. Ich habe ein ungutes Gefühl wegen dem Hängen. Wenn ich jetzt den Angriff deswegen verkacke, mache ich mir echt mega Sorgen. Ich habe das Tablet lädt nicht. Ich habe es eine Stunde lang ausgehabt, also gar nicht gezockt jetzt. Rein haptisch macht es jetzt aber nicht den Eindruck, als ob es hängen würde. Ich hoffe mal, ich irre mich nicht. Oh, ein Generalito fehlt mir. Ich denke mal, da werde ich auch andere mitnehmen. Wo sind die denn? Hä, ist das hier die Burg? Ja. Da werde ich mal wieder meine treuen Freunde hier und Nobunaga. Die haben sich irgendwie am besten bewährt. Richtig viel Schaden und Reichweite. Stimmt die Musik? Ja. Also, los geht's. Ich glaube, ich muss aber zuerst den Mörser sprengen. Ja, ich werde den zuerst sprengen. Hat soweit alles schon mal ganz gut geklappt. Ich habe leider aber nur noch ein Frühstück, ein Flugzeug. Oh, jetzt kommen hinten die ganzen Truppen da lang. Ich will aber einen schweren Panzer haben. Ich will den schweren Panzer. Yes! Nice, Mann! Nice, 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 nice. Oh, der Panzer ist weg. Ach, da stehen Antipanzerkanonen. Da habe ich nicht dran gedacht, die konnte jetzt schießen. Schade. Ich dachte, damit kann ich den Mörser rausnehmen. Da habe ich mir jetzt natürlich ein richtiges Eigentor geschossen. Kacke. Was machen meine Truppen denn? Die versammeln sich doch schon wieder ganz komisch. Ah. Zwei Artillerie weg, das ist natürlich mies. Ein General ist auch noch platsch gegangen. Aber Leute, hey, wir sind gar nicht mal schlecht dabei, habe ich so im Gefühl. Wir räumen von hier drüben noch mit den Söldnern auf. Und dann werde ich meine Truppen auch relativ schnell mal nach oben ziehen. Ne, brauche ich gar nicht. Die bleiben alle da oben. Wunderbar. Bis jetzt hat es echt gut geklappt. Das Einzige, was ich richtig schlecht gemacht habe,
war mit dem schweren Panzer. Der ist auf einmal in Luft aufgegangen. Jetzt habe ich natürlich das Flugzeug verbrezelt. Ach, schade, wegen der Luftabwehr. Da habe ich natürlich Mist gebaut. Das Flugzeug hätte ich noch gebrauchen können. Sieht aber hervorragend aus. Wir haben noch richtig viel Truppen übrig. Die Redoute macht jetzt gleich auch erstmal einen Abgang. Nickerchen. Tschüss, Redoute. Yo, die 5 Sterne sind uns sicher, wenn jetzt nicht noch ein Systemfehler kommt und alles abstürzt. Sauberes Ding. Gut geplant, würde ich mal sagen. Ich will mich jetzt nicht selbst loben. Aber da habe ich souverän geplant. Hätte ich jetzt noch die Industriezeitalter Heillastwagen oder wie die da heißen und noch 15 Truppen mehr. Ich bin ja noch nicht im Industriezeitalter mit den Truppen, von der Menge her. Wäre das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding gewesen. Hier ist ein Gebäude extern gestellt. Kleiner Assi. Wird mich nicht hindern. Ich habe die Karte nämlich vorher ausgespäht. So muss ein Weltkrieg beginnen. Wow. Jetzt kann ich mit voller Energie ins Training gehen. Boah, habe ich jetzt gerade ein gutes Gefühl. Come on. Übrigens, danke Leute. Danke, danke, danke euch allen. Nachdem ich einmal einen Aufruf gestartet habe mit, macht doch bitte mal, wenn euch das Video gefällt, ein Like drunter. Support ist kein Mord. Kamen direkt 8 Likes. So will ich das sehen, Leute. Wenn ihr das beibehalten könntet, wäre ich euch, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Weil es einfach schön ist zu sehen, dass die Community wertschätzt oder auch gut findet, sinnvoll erachtet, was man selbst für Videos produziert. Ich meine, ich mache die Videos und den Aufwand ja nur für euch. Da muss ich wenigstens Feedback haben, ob die was gebracht haben. Artillerie oder Kanonen für den Weltkrieg? Ja, kriegst du. Jetzt muss ich mich einmal noch kurz darum kümmern, dass die Taktiken richtig ausgebildet werden, weil so einen Driss brauche ich nicht, wenn es nicht gerade um Weltkrieg geht. Stärke des Gladiators holen wir noch ab. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Hallo? Hallo? So. So, 15, 18. So, sieht super aus. Taktiken, alles neu. Generäle muss ich noch einstellen. Ich war beim Dankeschön an euch alle. Vielen lieben Dank. Bitte so beibehalten. Wenn das Video gefällt, kurz auf den Daumen hochklicken. Dann weiß ich auch, ich habe alles richtig gemacht mit den... mit dem Videoinhalt, mit der didaktischen Seite, dass ich euch das auch richtig rübergebracht habe. Ich glaube, ich splash hier kurz noch ein paar Minen und ein paar Apfelbäume kaputt. Und dann gehe ich guten Gewissens ins Training, dass ich meinen Soll erfüllt habe in dem Weltkrieg. Das war nämlich der kritische Part, ob ich die gegnerische 1 schaffe. Der Weltkrieg an sich, ich weiß nicht, ob ich mich schon mal erwähnt habe, ich glaube in irgendeinem Generalvideo. Ich erwähne es auf jeden Fall nochmal. Schaut mal hier oben links die Ruhmanzeige. Wir können 438 Ruhm gewinnen, 373 verlieren. Bedeutet, die Relation von Ruhm ist höher zu unseren Gunsten. Das heißt, die Gegnerallianz hat mehr Ruhm als wir. Also die war bis jetzt relativ gesehen erfolgreicher. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach immer dickere Weltkriege hatte mit mehr Teilnehmern, weil dadurch wird der Ruhm-Multiplikator nach oben geschraubt. Aber wir sagen jetzt einfach mal, die Gegnerallianz war erfolgreicher als wir. Dementsprechend sind die auch stark, wenn sie immer nur gewonnen haben. Und wir müssen uns ins Zeug legen. Dadurch, dass die feindliche 1 aber 2 Steine bei mir liegen gelassen hat, haben wir, glaube ich, gute Chancen. In der WhatsApp-Gruppe wird gerade schon abgefeiert. Da werden gerade schon Videos hochgeladen. Ich muss dringend mal die Analyse fahren. Der Dominik hat nämlich, glaube ich, auch schon voll losgeballert. Oder war das überhaupt Weltkrieg? Oh, krass. Okay. Wir schauen es uns auf jeden Fall mal an. Leute, bleibt dran. Wir sehen uns wieder fürs nächste Tutorial. Danke für euren Support. Ihr seid echt eine tolle Community. Wir sehen uns demnächst wieder. Domination Tipps!